Kommt was, ja? Oh, müssen wir Abstand halten. Ha, hier ist Marc. Unschwer zu erkennen, wir sind hier in Willingen in der Gondel. Und ihr wisst, in Willingen tut sich was. Und zwar wird hier der Bikepark, der bisher aus 2-3 Strecken bestand, richtig jetzt aufgemöbelt. Es gibt einen neuen 8er-Lift. Die Gondel wird trotzdem weiter benutzt. Die Strecken werden überarbeitet und es gibt 2 neue Strecken. Und jetzt für euch interessant, wir zeigen euch jetzt den schon eröffneten oberen Teil der neuen Flow-Country-Strecke, gebaut von Didi Schneider. Und wir nehmen euch da mal mit. Wir haben, das ist Thomas, gerade hinter der Kamera, gleich seht ihr ihn nochmal. Und ich hier mit dem Chest Mount. Und dann seht ihr mal, wie die Strecke so ist. Und wir zeigen euch ein paar Stellen, typischer Flow-Trail, sehr schön gebaut von Didi Schneider. Und geben euch ein paar Tipps. Ja, und dann werdet ihr es bestimmt entweder bis Anfang, Mitte November, je nachdem wie lange der Lift die Gondel hier offen hat, das selber mal testen oder euch einfach freuen auf die nächste Saison, wenn der Bikepark die MTB-Zone hier komplett neu aufmacht. So, liebe Leute, wir sind jetzt hier am Start von der alten Freeride. Die kann man auch noch jetzt nehmen. Wir biegen aber dann links ab auf den Flow Country. Also hier seht ihr den Start und hier seht ihr die Baustelle, die neue 8er-Gondel. Und die sind echt schon ziemlich weit. Ich denke mal, im Winter ist die schon in Betrieb. Genau, da der Ettelsberg. So, wir nehmen euch mit auf die Strecke und schaut es euch mal an. Viel Spaß. Ja. Danke. Also, es geht los. Erst noch hier der Transfer. So, auf dem neuen Stück. Schön geschäbte Anliegerkurven. So, und mit schönem Ausblick. So. Oh, ich muss ein bisschen Abstand halten. Ist mir sonst zu heikel. So, Thomas zeigt hier schön die Anliegerkurven und die rechte Seite. So, kommt was, ja? Oh. Müssen wir Abstand halten. So. Und mit schön Flow. Dann nochmal absurfen, wenn man nicht springt. Wow. Und kommt da noch was? Nochmal Schwung holen? Hui! So, stopp! So, hier ist, kommt die Freeride raus, die von 2004, glaube ich. Die alte hätte man jetzt auch fahren können. Hier geht es wieder auf die Freeride. Da vorne sieht man, wie es weitergeht. Diesen Schutz, wenn die Strecke, wenn sich alles gefestigt hat, als fertig ist, geht es da weiter. Und dann geht es bis ins Tal mit vollem Flow. Also, liebe Leute, wir sind jetzt hier im Flow Country Trail. Der obere Teil, wie gesagt, schon eröffnet. Und ihr seht jetzt hier, wie schön die Anliegerkurve gebaut ist, also einmal vom Material schön fest, guter Grip und auch allein der Shape, aber richtig gut geformt. Es ist auch anfängerfreundlich, ja. Und was natürlich vielleicht ein bisschen Leute abschrecken könnte, schaut euch das mal an. Hier, das sieht aus, als wenn dahinter der große Abgrund kommt. Man könnte natürlich Angst haben, wenn man noch keine Anliegerkurvenerfahrung hat, dass man drüber fällt. Deswegen, bevor man diese Kurven fährt, wenn man sich unsicher ist, lieber erstmal innen fahren und langsam fahren. Und natürlich sollte man an anderen Kurven, im Übungsparcours, in der Eishalle oder zu Hause, wenn man irgendwo Anliegerkurven hat, sich herantasten, üben, bevor man da mit mehr Tempo reingeht. Entscheidend ist wieder die Blickführung, dass man dahin guckt, wo man hin will. Also, liebe Leute, gerade wenn man diesen Gefahrenreiz hat, schaut euch das nochmal an, dass man hier Angst hat. Man könnte ja
hier drüber fahren, dann ist uns wichtiger, dahin zu gucken, wo du hin willst und nicht da, wo die Gefahr ist. Das wäre jetzt ein menschlicher Reflex, dass man dahin guckt, wo die Gefahr ist. Dann ist es wirklich gefährlich, dass man dahin fährt. Viele rutschen dann auch so weg. Das ist hier Gott sei Dank nicht so gefährlich, weil es sehr viel Grip hat. Aber trotzdem, fahrt die Kurve oben an, dann ungefähr in der Mitte fahren, dass ihr nicht diesen typischen Anfängerfehler macht und in der Kurve so weit hoch rauskommt. So, liebe Leute, typisch im Flow Trail und auch hier in dem Flow Country Trail in Willingen ist, dass man Tables hat. Verschiedene Maße, mal kleine, mal große. Hier ist so ein mittlerer, ganz normaler. Und ihr seht vom Shape her, ist es gar nicht mal so steil, aber hat trotzdem eine deutliche Kante hier, eine deutliche Lip, würden die Amis sagen. Und den kann man gut wegdrücken, gut rollen. Man kann den aber natürlich auch, wenn man die Technik dafür hat, sich Schritt für Schritt rangetastet hat, auch abziehen, dass man sich im Absprung mit größer macht. Und man sollte beide Techniken beherrschen, das Wegdrücken, wenn man flach bleiben will, oder das Abziehen. Was man auch machen kann, dass man es auf dem Hinterrad absurft. Das sollte man auch üben vorher, dass man sich da sicher bei fühlt. Und den Scrub, das ist so ein Profimanöver, den werde ich in meinem eigenen Video mit einem Profifahrer, der das richtig schön macht, euch mal zeigen. Und ja, wir machen mal die normalen Basic-Techniken und ich verlinke euch Videos, wo ihr da nochmal Tipps kriegt, wie man das Ganze macht. So, liebe Leute, Thomas zeigt euch jetzt mal den Tablesprung. Ja, ihr seht ihn hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Und ja, dann wird er jetzt abziehen. Man hat hier noch ein Table davor. Das heißt, da kann er schon generieren, wenn er nach der Landung ein bisschen das Bike in die Senke reinpusht und kann dann weiter hier fahren und dann hier in der mittleren Linie, sieht man hier die Hauptlinie, da weiß man auch, dass man schön mittig springt und nicht irgendwie links oder rechts in die Böschung rein. Genau, und da kommt er schon, hat einen guten Schwung. So, springt hier und dann wieder ab und in die Landung. Natürlich, gerade bei größeren Tables kann man nicht immer abziehen, wenn man gar nicht weiß, es macht ja auch keinen Sinn, den zu kurz zu springen, dass man genau voll oben noch mit dem Hinterrad drauf knallt. Dann macht es auch Sinn, bewusst wegzudrücken oder, wie Thomas es euch jetzt zeigen wird, den mal komplett wegzudrücken, also dass man wirklich gar nicht bis minimal abspringt. Das sollte man auch Schritt für Schritt üben, gerade wenn man dann auch steilere Tables fährt. So, da kommt er. So, und sich klein machen und den Absprung wegdrücken. Genau. Und macht das Schritt für Schritt. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Tutorial-Videos dazu. Das war ein kleiner Streckenchecken. Intro für die neue Strecke und wir sehen uns im nächsten Video.